Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Und ja, es ist immer noch Winter, was können wir machen? Nicht viel. Nee, ist jetzt so viel nicht gefallen. Hier haben wir ein bisschen was drin. Bauen können wir auch nicht mehr. Unsere Wiese ist soweit fertig. Wir haben eigentlich ja, für dieses Jahr alles erledigt. Was ich vielleicht mal machen könnte, wäre, dass ich die Zeit da oben ein bisschen schneller stelle. Vielleicht auf 5. Vielleicht kriegen wir dann nochmal ein bisschen mehr Schnee. Ja, die Sachen, die mal so Seasons Ready sein sollen, da sieht man auch sehr häufig die nicht. So, was war das hier eigentlich? Ein Wassertrigger? Hier soll ich Wasser holen können. Oder so, ja? Ah, okay. Oh, hier steht ein Schneemann. Kommt denn der da hin? Müssen das mal beobachten, ob der im Sommer auch da steht. Weil die Karte soll ja soweit Seasons Ready sein. Nur, dass auf den Straßen noch kein Schnee liegt, ne? In der Halle, auf der Halle liegt ja sowieso das ganze Jahr Schnee. Ja, wie gesagt, machen können wir nichts. Stimmt, so ein Easter Egg. Und im Sommer steht dieser Schneemann da auch. Ja, vielleicht können wir Mitte Winter und dann wird es bald Frühling und dann können wir diesen Dreck hier abernten. Alles im Wachstum. Können wir eben in unsere Garage gucken, was wir eventuell warten müssen. Machen. Aber ich würde mal so ganz grob sagen, so Maschinen, der könnte repariert werden, den wollen wir aber nicht reparieren. Denen ist die Frage, ob wir die brauchen, die drei. Ja, es ist nichts, was wir warten können. Ich wollte gerade sagen, hier fehlen doch Sachen. Wir könnten was machen, warte mal. Ich weiß nicht, ob Pferde, aber wir können das eventuell verkaufen. Überlegt, ob wir mal Silage machen. Könnten wir theoretisch ein Fahrsilo bauen? Die Frage ist, wohin? Und die Frage ist, was für eins? Fachwerkscheune mit Haus. Ganz ehrlich sagen, ich finde Holzdinger hier ganz nice. So was hier. Schön groß, ne? Ja. Den Pflanzen haben wir wieder mit Terraform. Riesig. Fällt mir an der Stelle eigentlich so gar nicht. Doof. Verflucht lang, ey. Das ist blöd. Wisst ihr eigentlich, dass diese Folge jetzt gerade richtig langweilig ist?
man nichts machen kann. So typisch Winter. Den Hof haben wir weggefräst. Der Schnee wird es wohl nicht geben. Zeit vergeht nicht. Unglaublich. Jetzt Pferde kaufen wäre auch blöd. Uns fehlt, glaube ich, noch. Nee, Stroh haben wir. Wir haben Stroh. Wir haben Gras oder Heu? Gras, glaube ich. Hafer haben wir auch. Und theoretisch mal ein paar Pferde kaufen, oder? Einfach so über einen Händlertrigger. Das machen wir aber auf unserem anderen Pferdehof. Der ist irgendwo hier hinten. Was ist denn der? Ach, guck mal hier. Auch noch setzen. Können wir mal machen. Doch unser, oder? Sind wir denn? Eigentlich, ich wollte gerade sagen, eigentlich gehört uns das. Genau, bei der Konfiguration haben sich hier tatsächlich einiges geändert. Früher konntest du das nur mit der Maus machen. Da hat man sich dann auch sehr gerne mal verklickt, hatte das ganze Ding fixiert und nichts ging mehr. Das war dann natürlich auch eine blöde Geschichte. So, pass auf. Steinfarbe blau. Das werden wir auch blau lassen. Das werden wir auch auf der Höhe lassen. Ich werde das Ding jetzt noch ein bisschen drehen. Hier einfach hinpflanzen. Hier geht dann aufs nächste Objekt. Also ich habe mich am Anfang ein bisschen darüber aufgeregt, aber es ist doch, also so ist ist es wesentlich besser gemacht. So läufst du nicht Gefahr, dass du irgendwas hier kaputt machst oder so. Und ich würde sagen, Höhe ändern. Steuerung. Q. Können wir jetzt auch Enter drücken? Haben wir es bestätigt. So, warum da jetzt schon Wasser drin ist, das weiß der Herrgott. Keine Ahnung. Wo ist denn der Pferdekauftrigger hier? Tiermenü. Hier und wir nehmen schwarze Araber. Jetzt mit Seasons und Dings können wir die natürlich nur pflegen. Mehr können wir damit nicht machen. Steuerung G. Da sind die Einstellungen. Ballen ausschalten. Der Pferdehelfer kostet 300. Der soll jetzt dafür sorgen, dass die Pferde fit sind. Wir können sie natürlich ab und zu auch reiten. Fließt dort Wasser ein. Können wir natürlich auch mal gucken, was die eigentlich brauchen. So, Pferdestall, Wasser, genau, Stroh. Weise Stroh. Wir wollten nicht ernsthaft Strohpellets haben. Also Strom müsste rein.
Hafergras. Karotten können wir hier nicht anbauen. Wir probieren da mal Stroh reinzufahren. Übrigens, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr auch, wenn es was Neues gibt auf diesem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Stroh. Ja, jetzt ist eine gute Frage. Wie kriege ich denn die Kacke da eigentlich wieder raus? Habe ich, glaube ich, nichts mit einer Ballen gehabt. Ja, da. Nichts mit einer Ballen gehabt. Ja, ist guter Rat teuer. Ist guter Rat teuer. Ich glaube, unser kleiner Elektrotrecker hier, der hat keinen Freund. Ist sowas nicht dran. Escape. Was hier für ein Ding? Ja. Faktor lässt sich Frontlader anbauen, aber das ist wieder ein ganz normaler Diesel, das ist dann langweilig. Balance drin. Mal sehen, wie wir die Scheiße da überhaupt rauskriegen. Stroh. Ja, Menü öffnen. Auswählen. Bestätigen. Ah! Ja, mei, das ist cool, gell? Nehmen wir mal den hier. Auch wenn man, wenn da jetzt eine Schaufel bei ist, ich weiß, das macht man nicht, aber ich habe gerade nichts an. Ist natürlich mega, ne? Werde ich so nicht reinkriegen. Die habe ich jetzt wieder in den Stall geschoben. Also das hat so keinen Sinn. Da werde ich mir dann noch ein kleines Gerätchen besorgen. Mit einer Ballengabel oder mit einer Ballenzange oder was auch immer. Da müssen wir mal gucken. Aber wie das gemacht wird, beziehungsweise was das dann für ein Gerätchen ist, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Sagt bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Tschüssikowski!